Guten Morgen. Ich will euch heute zeigen, wie ich einen Hirschkopf baue. Dazu zeige ich euch erstmal, was ich alles habe, was ich dazu brauche. So viele Sachen brauche ich gar nicht. Viele Schnitzer sagen sich, besonders wenn sie anfangen, ich brauche 10 Kettensägen, 1000 Fräser. Nee, das braucht er gar nicht. Ein bisschen braucht er natürlich und das werde ich euch vorher zeigen. Und ja, dann fange ich einfach an. Zuerst einmal möchte ich euch die Fräsköpfe für den Dremel vorstellen, die ich für meinen Hirsch benötige. Diese drei kleinen Fräser hier benutze ich nachher später bei den Augen, weil ein Hirschkopf ist ja doch ein bisschen größer und da brauche ich so eine kleine nur bei den Augen. Dann für das feine Fell habe ich hier für den Dremel von Manpa Fräser. Nachher wird es dann bei dem Hals wird's ja dann das Fell ein bisschen gröber, um auch ein bisschen mehr Power zu haben. Dann diesen gleichen Fräser dann nochmal für den Gradschleifer. Verschiedene Fräsköpfe nochmal für den Gradschleifer. Augenfräser in verschiedenen Größen, weil ich muss ja nachher gucken, wie groß denn die Augen von meinem Hirschkopf werden. Worauf ich gar nicht mehr verzichten möchte, ist mein Belt-Cutter bzw. Multicutter von Manpa mit zwei Köpfen hier, einmal einen kleinen und einmal einen großen mit Dreieck. Kettensägen benutze ich drei Stück. Einmal fürs Ausblocken die Husqvarna 560 XP. Für die anderen bisschen gröberen Schnitten die MS-261C und für die feineren mit der MS-170. Alle drei haben Canon-Schienen drauf. Ich finde diese relativ sehr gut. Die sind schon okay. Wobei ich mir gerne einen kleineren Stern, also eine kleinere Spitze wünschen würde. Aber das ist bei Canon hier bei der kleinen 30er Schiene die kleinste mit der 1/1 Nut und 1/4 Teilung. Fangen wir mal an. Am perfektesten sind sie natürlich, wenn ihr jetzt für diesen Hirschkopf so einen schönen Schädel habt. Das Geweih habe ich schon abgemacht. Die Geweihstangen, die echten, kommen natürlich nachher da oben rauf auf meinen Hirschkopf. Wenn ihr so einen schönen Schädel habt, könnt ihr diesen nachzeichnen. Natürlich ein bisschen größer, dass ihr nachher das ausschneiden könnt. Weil ein bisschen Fell ist ja noch dran. Und abschneiden könnt ihr immer noch. Man muss darauf achten, beim Hirschkopf, die Ohren sind direkt hinter dem Geweih. Ein bisschen Hals soll er natürlich auch bekommen, später. So. Jetzt habe ich das alles schön angezeichnet und fange erstmal mit meinem groben Ausschnitt aus.
schon grob ausgeblockt. Jetzt kann ich beginnen mit der 261 ein bisschen Feinarbeit, Strukturen reinzubringen. Und die ganz feinen Sachen kommen natürlich erst später. We'll be right back.
achten. Die Augen fangen relativ weit hinten an und sind oval. Ich sehe schon, die Augen sind so groß, für meinen Augenfräser ist das gar nicht. Das muss ich alles mit den Fräsern für den Gradschleifer, mit dem Gradschleifer und mit dem Dremel machen. Wenn das nachher ausgefräst wird, muss man darauf achten, dass sie doch leicht nach vorne gucken. Also muss man hier vorne in die Tiefe gehen. Dann habe ich hier das runde Maul, was ich auch noch ein bisschen mache. Hier unten ein bisschen so und dann will ich hier schon mein grobes Fell haben.
Ich persönlich fange von dem Groben an und arbeite mich dann zu dem Feinen. Also das heißt, ich habe jetzt hier grobe Strukturen und der Hals kommt auch, das dicke Fell. Hier später die Schnauze und um die Ohren und Augen. Ist dann alles feines Fell, das werde ich mit einem Dremel und einem Gradschleifer mal machen. Und kann somit dann von dem Feinen dann richtig schön dann ins Grobe gehen. So ist es für mich persönlich besser. Ihr könnt es natürlich anders machen, wie euch es beliebt ist. Fell hier fertig. Jetzt werde ich das feine Fell hier anfangen. Damit fange ich mit dem Dremel an. Und hier oben ist das Fell ist so fein, siehst du kaum. Also hier muss man ganz vorsichtig hierbei sein. Und dann hier unten mache ich damit meinen Aufsatz für den Gradschleifer. Der Stern ist im Prinzip der gleiche, nur halt habe ich mehr Power und kann dadurch dann feiner ausgehen ins Grobere.
seht hier, man kann echt schön feine Strukturen machen. Oh,
Ja, nur noch das Fell um dem Geweih. Dann kriege ich da noch ein bisschen Farbe. Das zeige ich euch heute aber nicht. Ich zeige euch nachher das Endergebnis.